Dia- und Paramagnetismus. Die Wicklungen des Elektromagneten werden über das Ampermeter und den Schiebewiderstand an den 220-Volt-Ausgang des Gleichspannungsnetzteils gelegt. Die Stromstärke im Elektromagneten sollte etwa 1,2 Ampere betragen und man sollte sich den Spulenstrom notieren. Anschließend vermisst man das Magnetfeld in dem Bereich der Probekörper. Dafür schiebt man die Hohlsonde in die Mitte der Magnete und misst über die schrittweise Änderung der Höhe die magnetische Induktion an verschiedenen Positionen. Dann legt man den Schalter um und hängt einen der Probekörper zwischen die Polschuhen der Magneten. Zuvor muss man aber einmal die Waage austarieren. Im nächsten Schritt vermisst man mit dem Höhentrieb der Hohlsonde den Ort des Körpers. Nun misst man das Magnetfeld für verschiedene Stromstärken aus. Wir zeigen dieses exemplarisch für eine Stromstärke. Dafür misst man mit der Hohlsonde das Magnetfeld im Ort des Körpers sowie über und unter ihm aus. Zudem kann man nun die Kraft auf dem Probekörper messen, indem man die Analysewaage mit und ohne Magnetfeld abliest. Für den Manganprobekörper soll man dieses auch bei den verschiedenen Stromstärken durchführen und wird hierfür ein Strom von 0,8 Ampere gezeigt.